Blau gegen Weiß, wir sind in Bottrop und Achtung, es geht los mit einem Fehler. Da, Matthias Rahn, der Sportfreund, der verdaddelt den Ball an Mauersberger. Schalke sagt Danke. Felix Platte, prima Lupfer, 1-0, schon nach 10 Minuten. Die erhoffte frühe Führung gegenüber Lotte Eckedey, da Rahn vor dem gegnerischen Tor. Doch Schalke überlegen und mit den klar besseren Möglichkeiten. Das ist Mikkels. Gut geschossen, gut gehalten, aber auch von Benedikt Fernandes. Dann Aufregung, Platzverweis für Christian Mauersberger. Der soll Gegenspieler Rahn beleidigt haben. Schalke in Unterzahl, doch Lotte nicht zwingend, noch nicht zwingend. Das ein Schuss von Dennis Brock. So steht's zur Pause. Danach nochmal die Schalker, nochmal mit Mikkels zu Göcer, wieder gut gehalten von Fernandes, doch dann beginnt ein anderes Spiel. Hier stürmt der eingewechselte Freiberger, gut geschossen, doch auch gut pariert von Christian Wettklo. Der nächste Versuch, wieder Kevin Freiberger mit der Hacke zu Bernd Rosinger. Jetzt haben sie Pech, da wäre Wettklo geschlagen gewesen. Dann Benjamin Siegert, raus zu Wendel. Dann haben sie nochmal Pech. Matthias Rahn trifft nur den Pfosten. Und der nächste Anlauf, diesmal Tim Gorschlüter. Und jetzt passt es. Gerrit Nauber, der Kapitän, schafft für die Gäste den Ausgleich. Das Ganze nach 66 Minuten und jetzt spielen sie natürlich auf Sieg. Letzte Chance, nochmal Freiberger, doch gegen die dichte, tiefstehende Schalker Abwehr läuft nichts mehr. Die Gastgeber verteidigen mit Mann und Maus das 1:1 und genau dabei bleibt es. Ja, jetzt natürlich mit dem Punkt ist es ein bisschen zu wenig für uns, ein bisschen betrübte Stimmung, aber die Weihnachtszeit ist dazu da, die Menschen liebevoll zu verwöhnen und das machen wir als Mannschaft natürlich auch und von daher gehen wir mit breiter Brust in die Rückrunde, die ja heute gestartet ist und dann schauen wir, dass wir die Chancen, die Torchancen in Tore umsetzen und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Lotte ist sehr kompakt als Mannschaft, muss man so sagen, ja, sehr ausgeglichen. Aber natürlich, ich sage mal, Viktoria Köln, Gladbach sind auch starke Mannschaften. Also es wird kein Alleingang.